Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Inner World. Ja, wir stehen jetzt hier in diesem Theater. Oder wie die es nennen, Mechata. Warum auch immer das Mechata heißt, ich... keine Ahnung. Und wir haben hier die Federn entdeckt. Federn? Sehr rätselhaft. Die sind bestimmt von der diebischen Taube. Ja, bestimmt. Ich habe schon eine Feder. Ah, okay. Also eine reicht anscheinend. Zum Mechata-Saal. Gehen wir da mal hin. Auf der Bühne kann man anscheinend nichts machen. So wie es aussieht. Okay. Okay, wen haben wir denn da? Logengast. Kann ich lasse ihn lieber schlafen. Okay. Drehbuch. Schaltpult. Wir gucken uns erstmal das Pult an. Ein Schaltpult. Okay, kann ich da nicht genauer schauen? Ah, da steht, wie das Stück abläuft. Conroy, unser Beschützer. Okay. Da kommt wohl ein Basil raus. Und da kommt Conroy, der den Finger erhebt. Und hier Friede, Freude, Eierkuchen, so es aussieht. Und hier noch mehr Friede, Freude, Eierkuchen. Und hier, ah, guck mal hier. Da ist was umrandet. Hier Kritzelei. Hat jemand was reingekritzelt. Ja, verdächtig. Okay, also wir merken uns Daumen nach oben. Hier hat jemand was reingekritzelt. Okay. Ende. Okay. Also das muss irgendwas mit diesem Daumen zu tun haben, so wie es aussieht. Ah, hier haben wir noch eine Tür. Da ist eine Tür im Pult. Ja, mach sie mal auf. Das Fach ist leer. Kritzelei. Aha, okay. Ich glaube, das schreibe ich mir mal auf. Also, wir haben hier eine Sonne. Eine Sonne mit der Zahl 6 und ein Männchen. Mit der Zahl 4. Dann Conroy. Mit 7 und ein Basil. Mit 4. Okay. Kann man das hier nochmal genauer anschauen, ja. Was mag das wohl bedeuten? Ja, gute Frage. Es muss auf jeden Fall irgendeine Reihenfolge sein. Sonne 6, Bewohner 4, Conroy 7 und Basil, oder Basil, oder wie das ausgesprochen wird, Basilisk, die Nummer 4. Gucken wir nochmal den Schaltpult an. Schaltpult. Ja, kann ich das nicht genauer anschauen? Aha, okay, Moment. Kulissen mit Hebel einstellen. Kulissenart mit Rad einstellen. Exit. Okay. Also, ich habe mir aufgeschrieben, die Nummer 6 mit der Sonne. Dann gehen wir mal. Kann ich das... Wie geht es? Okay, kann ich hier nichts machen? Okay. Hier kann man nichts drehen. Was heißt weiterspielen? Ah, okay, Moment. Also, Nummer 6. Sonne. Nummer 6 mit der Sonne. Dann Nummer 4.
Mitbewohner. Ah, Mist. Mitbewohner. Okay. Jetzt? Aber hier ist gar keine 7. Okay. Okay, ich muss noch mal raus hier. Ich guck mir noch mal dieses Drehbuch an. Ja, Finn, okay, muss mal wieder. Okay, jetzt gucke ich mal nach den Seite 6. Okay. Guck mal Seite 4. Seite 7. Ja, Seite 7 ist das Eingekritzelte hier. Und Seite 4 war das mit dem Basilisken. Hm. Also ich denke mal, ich muss die Kulisse so machen, dass ich auf jeden Fall den Daumen nach oben von Conroy habe. Denke ich mir mal. Okay. Okay, die Sonne ist die Nummer 6. So. Oder muss ich erst die Sonne einstellen? Irgendwie check ich es nicht. Okay, Nummer 6 ist die Sonne. Sonne. Dieser Hebel bewegt sich auch von ganz alleine. Okay. Also ich probiere jetzt einfach irgendwann rum. Irgendwie wird es schon richtig sein. Ganz random. Okay, hier ändert sich der Hintergrund. Okay, also die Sonne. Wir haben die Sonne. So, ich gehe mal davon aus, dass die Sonne. Okay. Conroy. Okay. Nein, das ist auch der falsche. Dann muss es ja der sein. Okay, Daumen nach oben. Wo ist denn dieser Basilisk hier? Okay, jetzt ist der Basilisk weg. Vor. Nanu, aha. Was war das denn? Okay. Also irgendwas hat sich getan, aber trotzdem checke ich dieses Rätsel nicht. Ich habe jetzt halt irgendwie rumgemacht. Gehen wir mal hier raus. Und dann gucken wir uns mal diesen Daumen genauer an zur Bühne. Denn der war ja eingekringelt in, dem Drehbuch. Daumen hoch. Conroy scheint gut drauf zu sein. Ja. Ich war das nicht. Was ist gerade passiert? Da ist ein Geheimgang. Rein da. Hm.
Oh, das Hack. Ha, ich habe dich gefunden, kleines Phosphos. Keine Angst, ich bring dich zurück zu Konvoi. Oh, Wurzelwachs, warum funktioniert dieses verdammte Ding nicht? Dieser dämliche Trottel hat es bestimmt kaputt gemacht. Sie meint ganz bestimmt nicht mich. Wenn ich diesen verblödeten Idioten wiedersehe, werde ich ihn umbringen. Hoffentlich meint sie nicht mich. Okay. Wir sind wohl im Versteck von Laura. Okay. Bevor ich die anspreche, gucke ich mich hier erstmal ein bisschen um. Was haben wir denn da? Wartungspult. Das sind aber viele Hebel. Hier auf dem Etikett steht Sack. Konrads Spezialkleber. Mit Lösungsmittel mischen, gut schütteln und loskleben. Viel zu schwer. Okay, das können wir schon mal nicht mitnehmen. Was haben wir denn da? Jede Menge Krimskrams. Hack. Hack, hack, hack. Diese verflixte Taube. Hack, hör auf rumzualbern. Ich muss mich hier konzentrieren. Da möchte ich dann lieber nicht stören. Okay. Asposia. Ah, eine Karte Asposiens. Früher dachte ich, die Welt wäre nur ein Thronsaal. Aber dann hat Conroy mich auch mal in den Hinterhof gelassen. Nein, dann würde Laura mich bemerken. Ach so, okay. Also die soll mich nicht bemerken. Okay. Okay. Irgendwas ist verschwunden. Ich probiere es nochmal. Ah, Conroy. Okay. Da kann man Conroy drehen. Ob das was bringt, ist die andere Frage. Was kann man mit diesem Kleber machen? Ich probiere einfach mal ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Vielleicht die Flüssigkeit mit Kleber? Erstmal den Korken abmachen. Ha, Ottilies Schnaps ist mindestens so gut wie Lösungsmittel. Was? Flockiger Lavaströmer. Der Spezialkleber mischt sich nicht von allein mit dem Schnaps. Okay. Ah, okay, Moment. Nicht. Okay, da muss ich den wahrscheinlich noch schütteln. Der Korken passt genau. Okay. Einmal gut schütteln. Jetzt habe ich Kleber. Aha. Aber was kann ich jetzt damit anfangen? Moment mal, Moment mal. Ich glaube, ich weiß. Ich probiere das mal. Steht jetzt Conroy oben. Ja, sehr gut. Okay, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Also Spezialkleber auf den Finger, bitteschön. Ich mache ein bisschen Kleber an die Hand. Genau, und jetzt gehen wir da runter. Und dann können wir uns das Amulett holen. Hoffe ich zumindest mal. Ah, nee, geht nicht. Ist zu kurz. Dammit. Habe ich hier noch... Ah, Moment. Moment, Moment. Ich habe noch eine Idee. Ach, nö. Ich hätte noch mal betätigen müssen. Jetzt aber... Okay. So, Kleber, ja. Jetzt machen wir mal das dahin. Den Kescher. Der Kescher klebt ihm jetzt in der Hand. Sehr gut.
Walte deines Amtes, Robert. Und was wird das, wenn's fertig ist? Ich habe dir das Phosphos abgejagt. Fast. Wow, ich bin so beeindruckt, dass ich dich jetzt ignorieren werde. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du Conroys Anhänger stiehlst und Dieses Phosphos wurde von meinem Vater gebaut. Conroy hat ihn bestohlen. Aber das würde Conroy nie tun. Wie naiv bist du eigentlich? Komm schon. Bitte. Vielleicht klemmt es ja nur? Warum leuchtet es nicht? Hey, nicht weinen. Ich weine, wann ich will. Wenn es leuchten soll, musst du nur... Schau mal. Gib es her. Laura, ich hoffe, du siehst das hier. Es tut mir so leid, meine Kleine. Ich hatte keine Ahnung, was Conroy vor... Was ich jetzt sage... Dich. Ohne die Flöten. Es ist die... Conroy aufzuhalten. Laura, muss die... Wir haben keine Zeit. Im Wurzelwald. Die versteckt sich im Wurzel... Um den Wind zu retten. Lass ihn. Kümmert euch weiter um die anderen. Reminepo, alter Freund, was wird das hier? Ein kleines Andenken. Wachen! In die Kammer mit ihm! Laura! Das wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern. Was für eine seltsame Nase. Er hat immer gesagt, ich wäre der Einzige. Was hat Conroy getan? Er hat gelogen. Robert, ausgezeichnete Arbeit, mein Junge. Ohne dich hätten wir sie nie gefunden. Elender Mistkerl, was hast du mit meinem Vater gemacht? Ich weiß genau, was... Wache! Immer gesagt, dass dich das Phosphos an den schönsten Tag deines Lebens erinnert. Es tut mir leid, dass du es so erfährst, aber für sowas gibt es einfach keine Grußkarten. Also, Robert, komm her. Wir wissen doch beide, dass du alleine nicht zurechtkommst. Nein, ich meine ja. Ich meine, ich komme zurecht. Wurzelwald, Wurzelwald. Alles klar. Okay, Flötennase, halt dich fest und setz den Helm auf. Das könnte jetzt gefährlich werden. Was denn für ein... Hey! Ich brauche diese Flötennase. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt noch mal zurückkommt. Ich habe auch nur von seiner Nase gesprochen. Na, Chapter 1 abgeschlossen. The Quest for the Silver Phosphorus. Was genau suchen wir denn hier? Mein Vater hat in der Aufzeichnung doch vom Wurzelwald gesprochen. Hast du nicht zugehört? Naja, ich war ein wenig abgelenkt von den Schreien in Asposan und den Basilen. Der Ort, an dem er die Aufnahme gemacht hat, muss irgendwo hier im Wald sein.
Aber der Wurzelwald ist riesig. Und unheimlich. Irgendwo müssen wir doch anfangen. Willst du nicht wissen, was es mit den versteinerten Flötennasen auf sich hat? Naja. Sag ich doch. Also los. Ja gut, wollte ich auch gerade sagen. Na dann mal los. Stopp. Da ist eine Falle. Wo? Oh ja, ich weiß. Ich wollte nur, Na gut, Flötennase. Ich suche einen anderen Zugang zum Wald. Du bleibst hier, rührst dich nicht und vor allem fasst du nichts an. Ach, als würde ich das mit der Falle nicht alleine hinkriegen. Okay. Ja, das war eine richtig lange und wichtige Sequenz anscheinend. Wir haben erfahren, Conroy ist eigentlich der Böse im Spiel und Robert ist anscheinend was ganz Besonderes, denn er hat eine Flötennase und die will Conroy haben, die Nase anscheinend. Was die jetzt bewirkt, habe ich entweder nicht richtig aufgepasst oder es wurde nur nicht gesagt, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann im nächsten Part. Ob es hier über diese Bären fallen und ja, was steht hier noch? Achtung, gefährliche Fallen. Auf Eindringlinge wird geschossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mal schauen, ob ich das dann pack im nächsten Teil und ja, dann sehen wir uns. Bis dahin. Bye, bye.